Hallo und willkommen zu einer Folge Cassette Beasts. So, wir machen heute weiter mit. Tja, ich würde mal sagen, wir treffen erstmal Eugene. Obwohl, nee, komm, wir gehen erstmal hier oben hin. Damit wir mit ihr nochmal eine Fusion machen können. Kann ich einfach in irgendeinem Kampf eine Fusion machen? Kann ich gegen euch eine Fusion machen? So, theoretisch gesehen. Fliehen. Fusion. Ah, ich muss das aufladen. Wahrscheinlich hier, ne? Okay. Also bei Stufe 1, weil ich glaube, die machen ja alle One-Shot-Fail-Kurs einmal hier. Machen wir nicht. Weil ich mein Damage ein bisschen überschätzt. Ich glaube, das ist Stufe 1, das ist ja easy peasy. Upp. Und. Upp, so. Jetzt sollten wir wahrscheinlich bald tot sein. Yay, 7 Plastik. Hier durch. Wo komme ich jetzt hier eigentlich hoch? Ist das eine Abkürzung? Das ist eine Abkürzung, ne? Ist das gar nicht, mit hier rüber zu kommen? Ist das, wenn ich hier hochkomme? Wo muss ich jetzt überhaupt hin eigentlich? Da ist ein Weg, da ist ein Weg. Wie komme ich denn, ist die Frage. Weg. Das ist hier auch die Frage. Weil hier komme ich ja zum Beispiel auch gar nicht weiter, ne? Da hinten komme ich auf jeden Fall. Okay, hier hinten komme ich auf jeden Fall zu Eugene. Von der Theorie her. Komme ich hier irgendwie. Da komme ich doch nicht rüber. Aber ich komme hier hoch. Ich komme hier hoch. Jo. Ich komme hier nämlich weiter nach oben. Was müssen wir denn finden hier? Sind wir im Park? Ach, du bist so das Ding, die komische Motte da. Hey du! Ihr habt doch normalerweise gar nicht den Mumm, euch so nah an unseren Außenposten heranzuwagen. Verschwinde einfach, solange das Gespräch noch zivilisiert verläuft. Du bewegst dich nicht. Da musste ich mir wohl die Hände schmutzig machen. Hä? Toll. Alles klar. Was wir hier gerade gesehen haben, ey. Ich hab nicht ohne Grund das sagen, Ja, da bauen wir wohl hin. Erstmal gucken wir, ob hier rechts noch irgendwas ist. Oh, das sieht aus wie ein Trainer quasi. Und das ist irgendwie eine komische Wolke. Weißt du, was schneller als Laufen ist? Eine Schnellreise. Dazu musst du nur, keine Ahnung, was drücken, um deine Karte zu öffnen. Bewege danach den Zeiger auf eines der Felder, zu dem du reisen kannst, und drücke X. Du kannst auch schnell reisen, außer in einen Kampf zu entkommen, mit dem du eine Flucht zu langsam bist. Dafür musst du zwar einige Gegenstände zurücklassen, aber es könnte dir das jetzt Leben retten. Du kannst Schnellreise machen. Wahrscheinlich zum Lagerfeuer, ne? Oder? Hm. Noch nicht. Aber ich höre zwar ein Klicken, aber wenn ihr macht, passiert ja auf jeden Fall nichts. E. Enter. Da kann ich auf jeden Fall Überstunden. Wollt ihr da jetzt hinreisen? Weil da reicht hinreise von der Theorie her. Okay, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich irgendwas mit einem Haussymbol dann, ja. Irgendwo. Erstmal gucken wir uns das Vieh jetzt an. Was bist du denn? Dieses Monster ist das, was die Ranger eine Schurkenfusion nennen. Manchmal verstecken sie sich in Truhen, die in unterirdischen Höhlen zu finden sind. Gegen Schurkenfusion zu kämpfen kann eine gute Möglichkeit sein, wertvolle Gegenstände zu verdienen, Erfahrungspunkte zu erhalten und bestimmte seltene Monster zu finden. Vergiss jedoch nicht, dass sie wesentlich gefährlicher sind als die anderen Monster in derselben Gegend. So, bestimmte Schurkenfusionen umgeben sich mit einem Schwarm anderer Monster, die du erst besiegen musst. Wo du gegen die Fusion selbst kämpfen kannst. Wenn du dir wegen deiner Kampffähigkeit nicht sicher bist oder einem neuen Ort erkundest, solltest du Schurkenfusion lieber aus dem Weg gehen. Aber eigentlich will ich das mal ausprobieren. Aber guck mal, ob wir die jetzt schaffen. Oh, bei 3 Stück auf Level 10. Da, könnte auf jeden Fall schon hart werden.
Tja, ich würde halt interessieren, wie viel das ist, die Erhöhung. Ich greife halt lieber nochmal an. Vision verringert, okay. Dann nochmal. Das ist halt vielleicht für 6 Runden, das machen wir jetzt für 9 Runden. Auch gute Giftstich. Du bist aber schon vergiftet, das heißt, wir greifen, glaube ich, jetzt einfach mal dich an. Man kann ja an sich seinen Ausweichen, aber den hat man von 80% Genauigkeit, ne? Also so. Oh lol. Okay, der war fast mein Schritt. Ausgesaugt. Ausgesaugte Gegner. Der Charakter hat am Ende ihrer Runde Schaden. Gegner werden mit der Menge der abgezogenen Gesundheit geheilt. Aha. So eine Art Egelsamen. Der Charakter, der zurückschreibt, setzt in der nächsten Runde aus. Was wollen die alle von ihm hier, ey? Gegner, Sprung wieder. Okay, neue Gegner ist aufgetaucht. Alles klar. Ich glaube, wenn du mal was machen wirst hier. Wenn wir Schaden bekommen, steigt die Fusionsanzeige. Der wird einfach gerade getötet in einer Runde. Hm. Ja, vielleicht war es auch ein bisschen viel, was ich mir jetzt zugemutet habe. Tja, nehmen wir dich auf. Na gut, dann einfach mal den hier. Hup. Hup. Unser komischer Mod ist so langsam, dass er jetzt der zusammengreifen. Also, sie hat alle vor uns angegriffen. Ah, ich mache getroffen. Sprungfehler 5, wie viel kommt denn jetzt hier bitte ja noch, ey? Ja, das sehe ich gar nicht. Wenn ich schon Schaden bekommen habe, greife ich mit der Mitte weiter an. Leitend. Leitender Charakter allein Schaden, wenn ein Angriff des Blitztyps verwendet wird. Viel Statuseffekt, das hier aber gibt, ne? Fernkampfabwehr ist gesunken, okay. Nahkampfabwehr. Du Leben. Okay, das heißt, der ist natürlich jetzt auch nächste Runde tot, wenn wir nicht sterben sollten. Das wollte ich gar nicht. Na egal. Also, ist ja leider tot, wir greifen nicht an. Schade. Oh mein Gott, was? Okay, dann müssen wir down. Ich glaube. Wir sollten fliehen. Tja, soll ich drin fliehen? Aber wir haben ein Problem. Okay, vielleicht ist so ein komischer. Hier sind die Schurkenfusionen doch ein bisschen zu stark. Hier ist sogar einfach alle Schwächen drauf hast, ne? Deswegen können natürlich auch auswechseln und sowas, bringt mir halt auch nichts, ne? Wenn der wieder im Kampf kommt, bringt mir der hier auch nichts mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt hier down gehen. Sehen wir wenigstens mal, was wir verlieren, wenn wir quasi down sind. Oder wie Items verlieren oder so. Meine Ingame-Währung habe ich bis jetzt nicht gesehen, dass es so eine gibt. Tja. Ja, wissen wir mal hin, wie stark die jetzt sind. Auf jeden Fall zu stark für uns. Jetzt tötet uns das aber jetzt immer wieder runter, ne? Und der letzte.
Angriff von Charakteren mit einzelnen Zielen, die normalerweise ein gesamtes Thema visieren, wirkt nur von einzelnen Zielen aus. Alles klar. Jetzt greifen mich alle nicht an, oder was? Hä? GTF, ey. Ah, oh, zurückgeschreckt. Also, komm. Eine Runde hier noch. Sorry. Hast du den Kampf verloren? Okay, wir haben ein paar Items verloren. Alles klar. Dann sind wir wohl wieder zurück in der Stadt. Also, okay, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Aber es war ein Glück, dass sich jemand in einem Stück an meine Klinik gebracht hat. Nimm die doch mit. Mal zurückspulen. Nochmal, okay. Nehmt beide durch neue Viralreis, wäre es Glück vorher, eure mystischen Vorräte aufzufüllen. Ich kann Heilmittel gegen Ressourcen eintauschen, die du dabei hast. Genau wie Clemens im Café Grammophon. Pass auf dich auf, Nico. Wenn du vorsichtig bist, sehen wir uns hier nicht so schnell wieder. Ja gut. Dann laufen wir mal zurück. Tja, also okay, die werden es auf jeden Fall erstmal nicht wieder anlegen. Wenn ich denke, das waren dann doch quasi die Vormonster, wie ich gesagt habe. Danach, der richtig starke Gegner, der wäre erst noch gekommen. Aber wie war der Weg? Ich habe den Weg schon vergessen. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, ob wir irgendwo Kassetten kaufen können, ne? Na, das ist jetzt zu spät. Wieder auf uns wieder weiter erstmal. Wenn er irgendwo mal ein Schnellreiseziel freischaltet, ich schätze mal das Haus da oben, wo die von den Rangers, kann halt ein Schnellreiseziel sein von der Theorie her, ne? Da können wir wieder zurück zur Stadt, wenn wir quasi hin und her reisen können. Ich hoffe mal einer von den beiden einfach dabei sein wird, falls ihr nicht wohnt schon. Okay, der One-Shot hat ihn, perfekt. Und tot. Das sind schon 4 Sterne hier. Wird auch elemental, weil. Okay, und Schärfen. Ja, schon hier so hier hoch. Hup. Weg. So, dann laufen wir mal den richtigen Weg. Nicht hier längst, glaube ich. Nee, lol, doch. Halt, nee. Dann komme ich so da hoch. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass ich so da hochkomme von der Theorie her. Schießt jetzt ein bisschen den Weg. Na komm. Besiegen wir dich halt. Oh, was bist du denn, ne? Macabra. Ein Normalvieh. Ein Frosch, wie es aussieht, der auf dem Totenkopf sitzt. Hopp. Okay, nachher mal wer singt. Da ist ein Tempo. Okay, dann machst du wieder Giftstich auf den. Ich muss beißen auf den. Oh, er ist auch überlebt, scheiße. Schön, sind die ein bisschen stärker als eben, ne? Bin jetzt da quasi in einem höheren Gebiet. Und der ist dann schon mal weg. Tall. Aber ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass das der richtige Weg unbedingt ist. Ich glaube, das hier dreht sich später und fährt irgendwie nach oben, oder so kann das sein. Dass das quasi eine Art Brücke dann ist. Schaut mir erst nicht hier, nämlich irgendwie rüber muss. Das war ja von der Theorie her. Ja.
Tja, ja, wohl eigentlich wäre besser, ich laufe fast straight hin, ne? Soll ich die aufmachen? Ah, die darf ich wahrscheinlich eher erst aufmachen, wenn ich ihn besiegt habe. Würde ich jetzt mal so vermuten. Jetzt hier, für den Kampf. Oh, das ist ein Kampf diesmal. Genau das, was sie gesucht haben, jemanden zum Besiegen. Um uns bei den Rangern beweisen zu können. Möchte gern. Level 9. Muss aber mal schärfen diesmal. Muss mal Zielwasser in der ersten Runde. Einfach mal hochbuffen. So. Jetzt machst du. Okay, ach, das kostet 4. Oh, das hat er viel gebracht, dass ich meinen Nahkampf gerade erhöht habe. Na ja, gut. So, du musst natürlich Bogen, Explosion. Ja, sehr leicht tot, auch gut. Tja. Du greifst einfach auch mal so an. Und du kannst dich jetzt einfach mal heilen. Was machst du? Ach, wird mein Stern verbessert. Jetzt, ja. Genutzen. Oh, Leute, Full Life. Alles klar. Luftwall. Ah, okay. Wem mache ich dir eigentlich was vor? Ich bin nicht gut genug für die Ranger. So. Das Tor ist von der Tür hier auf, oder nicht? Das ist kein Schloss war. Jo. Alle wollen wir ja gar nicht, denn wir wollen irgendwie auf das Haus oben rauf, hier links. Das ist irgendwie nochmal einen Weg irgendwo geben. Das ist auf jeden Fall so ein Tunnel. Ist der Tunnel? Ja. Okay, ist irgendeine Art Mine. Will ich da jetzt runterspringen? Weil gefühlt komme ich hier rechts auch einfach hoch, oder nicht? Weil da. Wo lag gerade die Truhe? Lag nicht hier. An der da oben ist die. Wo bist du hier? Oh, noch ein Kämpfer. Okay. Diesmal greifen wir einfach an. Okay, jetzt gegen einen Einzelnen zu kämpfen, ist das nicht so schwierig, ne? Auch nochmal kämpfen, jetzt auch nochmal kämpfen, okay. Eine Verkehrskrabbe. Oh mein Gott. Auf Neuralz finden wir Gifte, sind oftmals brennbar und können mit dem Angriff des Feuertyps entzündet werden. Manche Charaktere erleiden am Ende ihrer Runde Schaden. Okay, also Feuer ist gegen Gift effektiv und dann dadurch brennen. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Das möchte ich mit spucken, ey. Giftstich. Beißen. Oh, jetzt erscheint nochmal ein zweites. Willst du den noch nicht down? Ach, dann lassen wir unser Ding hier mal einfach mal down gehen einmal.
Aber hier. So, das sollte ja eigentlich ausreichen. Oder, ah, das ist egal. Dann kriegen wir noch Giftschaden nochmal. Ja, aber das reicht. Hup. Beißen. Das kannst du mir mal Schlange auch ein von der Theorie mit Namen. Nice. So, hallo. Lance, freut mich, dich kennenzulernen, Neuling. Ist das noch? Nee, es ist ja gerade ein L. Ich hätte mir gedacht, warum steht eigentlich ein kleines L? Das ist ein I. Dumm, Alter. Oh mein Gott. Ich dachte schon, her, haben die das irgendwie falsch übersetzt? Haben da ein kleines L reingeschrieben? Aber mit I, wie spricht das denn mit I aus? Jens? 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 Keine Ahnung. Und das letzte vor diesem Außenposten. Der Ort war ziemlich lange verlassen. Aber mit ein bisschen Arbeit haben wir daraus einen Rastplatz für erschöpfte Ranger gemacht. Was macht ihr hier? Ich würde dir gerne sagen, was wir die Bewohner von Neuviral gegen eine gnadenlose Monsterhorde verteidigen. Aber die meiste Zeit erledigen wir seltsame Jobs für die Gemeinschaft. Nicht unbedingt spannend. Katie kann das bestätigen, als eine unserer neuesten Rekrutinnen. Naja, Nico, ich habe auch gerade erst gegen einen Erzengel gekämpft. Ach ja, das müssen wir uns näher ansehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass Erzengel existieren, aber unsere Begegnungen mit ihnen waren bisher eher flüchtig. Tja, dann sollten wir vielleicht noch weitere finden. Ions oder so, ich glaube, Nico sollte sich als Ranger bewerben. Und? Was meinst du, Nico? Möchtest du dich bewerben, um dich den Rangern anzuschließen? Was muss ich dafür tun? Auszubildende haben die Aufgabe, sich mit allen Rangern Captains hier auf Neuviral zu treffen und ihre jeweiligen Herausforderungen zu bewältigen. Da du im Monsterkampf erste Klasse bist, bin ich mir ziemlich sicher, dass du die Captains deiner Kampffähigkeiten auf die Probe stellen wollen. Ranger Captains? Du bist wirklich neu hier. Auszubildende, die Prüfung bestehen werden, zu Vollzeit-Rangern, wie Katie. Ranger haben viele Aufgaben, aber nichts, was sie in erheblichen Gefahr bringen würde. Die Captains, wie zum Beispiel ich, sorgen dafür, dass alles läuft. Wir versuchen, die Gemeinschaft in Hafenstadt aufrechtzuerhalten und wir müssen die gefährlichsten Situationen klären. Die Captains sind also die obersten Ranger. Okay, jetzt verstehe ich es. Hier bitte, nimm eine davon. Okay, 12 Stück. Hä? Okay, alles klar. Ist das eine Stempelkarte? Jedes Mal, wenn du eine Herausforderung eines Captains bewältigst, hältst du einen Stempel. Wenn du alles gefüllt hast, komm bei mir vorbei. Dann kann ich dich offiziell als Ranger eintragen. Jeder Captain hat seine eigene Strategie im Kampf perfektioniert. Und dabei geht es nicht nur um Stärke. Du musst lernen, deine Herangehensweise anzupassen. Meinst du, du schaffst das, Nico? Ich bin bereit. Das wollte ich hören. Okay, trainiere bei jedem der Ranger Captains, um ein Ranger zu werden. Du findest heraus, wo die Captains postiert sind, indem du dich in der Hafenstadt umhörst. Wie dem auch sei, ich muss wieder zurück in die Stadt. Falls du mich sprechen möchtest, komm in unseren Hauptquartier vorbei. Das Gebäude mit einem halben Schiff drauf ist nicht zu verfehlen. Okay, Gerüchte. Du kannst die Insel Neuviral auf deine Weise erkunden. Wenn du auf der Suche nach einem vorgeschlagenen Ort bist, kannst du dich einfach in Hafenstadt durch Gerüchte umhören. Die Bewohner tauschen gerne Informationen aus. Wenn du die in Gerüchten genannte Orten aufsuchst, kommst du normalerweise an deinen Quest voran und kannst sogar neue Monster entdecken. Okay, damit drei Gerüchte der Bewohner in Hafenstadt. Alles klar. Ja, gehen wir davon aus, dass wir jetzt von hier aus eine Schnellreise machen können. Allerdings wissen wir ja noch, hier hat er auch eine Kiste. Déjà-vu verleiht dem Benutzer drei Runden lang den Status Multischlag. Okay, den greife ich wahrscheinlich doppelt an. Oder Kassette. Toreffizienz auf. Okay, das war einfach eine bessere Kassette. So, können wir jetzt. Jo, sie haben auch mal auf dem Haus, das heißt, kannst du schnell Reise hinterher machen. Dann machen wir es auch mal und dann werden wir beim nächsten Mal ja, erstmal gucken, ob wir irgendwo so einen Kassettenladen finden und Kassetten auch kaufen können. Und dann uns mal eine Stadt umhören wegen Gerüchten. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.